This machine is the first machine that will actually grade different types of produce on a consistent basis. So for example, one inspector might say that a certain package of strawberries is bad, another might say that they're good. This machine will make the exact same determination every single time. Einer der Gründe, warum Forschung in Lebensmittelqualität so wichtig ist, ist, dass heutzutage 50% aller Lebensmittel verderben auf dem Weg der Ernte zur Küche. Die Idee für die automatisierte Qualitätskontrolle von Lebensmitteln wurde geboren, wie Amazon Fresh und Machine Learning zusammengekommen sind und sich überlegt haben, wie können wir zusammenarbeiten. Und es wurden also Ideen geboren, dass wir vielleicht automatisiert die Qualität von Lebensmitteln beschreiben können. Wir können vielleicht sogar vorhersagen, wie lange Lebensmittel noch gut sind oder auch Aussagen über den Geschmack von Lebensmitteln wirklich treffen. The solution we came up with consists of an entire system with hardware and software, where the associates receiving fruits and vegetables in the warehouse will place the items on trays, and it will go through a set of cameras and sensors that, combined with machine learning techniques, will be able to decide whether the items are good to be sold or not. Right now, my team and I are actually teaching the machine to go through and understand what is a good piece of fruit versus a bad piece of fruit. Frischwaren sind eines der wichtigsten Produkte, die Kunden täglich kaufen. Und der Frischegrad von Frischwaren ist ein entscheidendes Kriterium für den Einkauf. This is only the beginning of the project, and the system will improve over time as we take more and more decisions and can integrate the feedback from our customers. And also, we want to expand the number of fruits and vegetables that we can inspect with the system.